Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind also wieder zurück und versuchen mal den Ort zu finden, wo wir hin müssen. Und ich glaube, er will mich in die Höhle führen, ne? Kann das sein? Das will, dass ich da runtergehe? Ich glaube schon. Wo ist nochmal... Ich weiß gar nicht, wo der Turm ist. Den wir zum Runtergehen benötigen. War das der hier? Gehen wir mal runter. Kathedrale. Schauen wir mal, ob das richtig war. Ich glaube, das war der Ausgang. Bin mir nicht ganz sicher. Heute machen wir das nämlich so, dass wir zurückgehen, wo wir vor ein paar Folgen aufgehört haben. Weil am Ende ja ein Tor war, das wir nicht öffnen konnten. Eine Apparatur. Und hier ist sie. Jetzt können wir sie öffnen. Aber vorher habe ich noch den Tipp bekommen, dass einer von denen ein Schild getragen hat. Da, das Schild des Blutigen. Gegenangriffe verursachen 5 Sekunden lang 3 Blutungsschaden. Der ist einzigartig und deswegen nehmen wir ihn mit. Ich danke dir. Ich weiß noch nicht mehr, wer das war. Mein Gedächtnis ist nicht so gut. Aha. Ich glaube tatsächlich, das war Stefan Nehring. Ich bin mir noch nicht so sicher. Tut mir leid, wenn du nicht der Tipp warst, der mir gegeben hat. Der Tippgeber. Die Schwarzweite. Und es geht weiter. Und wir lassen Lily natürlich am Anfang liegen. Wie ein Stück Obst, was abgelaufen ist. Blöde Leni. Verrät mich immer nur. Aber dieses Mal haben wir ja die Chance, es zu verbessern. Außerdem brauchen wir noch einen Skillpunkt auf bestoppelte Beschwörung. Damit unser Schleichen länger hält. Was braucht? Geht vor. Ich halte hier Wache. Die Schwarztiefen. Oh, sieht das geil aus. So, Fähigkeiten. Uha. So, Schmiedekunst. Nein, brauchen wir nicht. Wo haben wir das denn? Beschwörung? Wo bist du? Beschwörung da. Doppeltes Wirken von Beschwörung. Nein, das will ich nicht. Nein! Das war nur ein bisschen dämlich. Das wollte ich machen. Hey, ich habe doppeltes Wirken gemacht. Hä? Oh, das war... Ich glaube, das war Illusion, ne? Ja, das war Illusion. Naja, Beschwörung doppelt wirken ist auch nicht schlecht, ne? Aha. Was hat das jetzt gebracht? Ich weiß das nicht. Ich höre auf jeden Fall Nierenwurz. Purpurn ist Nierenwurz. Zurück zu den Wurzeln. Lerne die Bedeutung des purpurnen Nierenwurz. Okay, ist der tot? Nee, nicht mal ansatzweise. Jetzt ist aber klinisch tot. Sogar richtig tot. So, komm, gib mir die Zwergenbolzen. Ja, ich nehme an. Oh, sieht das so geil aus hier. Alter Schwede. Krass, sind das Bäume? Was sind das für krasse Bäume, Alter? Sinderions Labor. Okay. Bin ich mal überrascht, wo wir hier sind. Das ist ja mal richtig krass, die Atmosphäre hier. Aha. Derum Dirindis. Ich bin 611 Jahre alt. Ich hatte nie eigene Kinder. Warte, wie viel müssen wir hier lesen?
Dann habe ich gewiss nicht umsonst gelebt. Ja. Ich glaube, du hast dein Leben lang dieses Buch geschrieben. Das werde ich ums Verrecken nicht hier lesen. Dafür haben wir immer noch unser Let's Read, wofür ich übrigens momentan einen neuen Channel aufbaue. Das heißt, wenn ihr euch für das Let's Read interessiert, dann guckt doch rechts auf die Seite, da auf meine Seite. Da seht ihr bei empfohlenen Kanälen meinen Let's Read Channel, den ich bald aufbauen werde. Oder vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon aufgebaut habe, wer weiß. Auf jeden Fall ist das in Planung. Hammer. Zwergenpfeile? Wieso wurde es von Zwergen erschossen? Sinderions Feldtagebuch. Ich hätte es lesen sollen. Bücher. Sammle in Schwarzwald die Purpur und Nierenwurz. Ah ja. Wenn ich das jetzt lesen dürfte, bitte. Vierte Ehre 58. Zweite Saat, Midas. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, das Geheimnis der Nierenwurz zu lüften, und trotzdem bin ich mit meinen Ergebnissen unzufrieden. Das durchdringende Geräusch dieses seltsamen Krauts verfolgt mich. Es treibt mich an, das Geheimnis der Pflanzen zu lüften. Selbst als ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich auf die Suche ging und mir 100 Nierenwurz brachte, konnte ich nur ein mittelmäßiges alchemistisches Ergebnis erzielen. Aber das hat meinen Hunger nach der Lösung des Rätsels lediglich verstärkt. Erst über 50 Jahre später wurde mein Gebet erhört und hat seinen Weg in meine Werkstatt im Keller der Herberge zur Westebene gefunden. Als erstes vernahm ich einen vertrauten Ton, das unvergessliche Summen des Nierenwurz. Als ich mich umdrehte, schlug mir das Herz höher und ein Schauer lief mir über den Rücken. Hinunter. Das war eine Nierenwurz, aber von einer Art, die ich noch nie gesehen hatte. Die Pflanze besaß unterschiedliche Rotschattierungen. Jedes Blatt war mit unzähligen Purpurtönen überzogen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie erstarrt. Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass es so ein einzigartiges Exemplar der Nierenwurz geben könnte. Nach einem unangenehmen Augenblick der Stille war ich in der Lage, den Reisenden, der mir diesen Schatz gebracht hatte, einige gestammelte Fragen zu stellen. Er sagte, sein Name ist Obef Anaisian, ein Schatzsucher aus Himmelsrand. Offenbar hatte er ein großes unterirdisches Höhlennetzwerk, die Schwarzweite, erforscht und ist seinen Worten nach dabei auf ein lautes rotes Kraut gestoßen. Da seine Expedition nicht sehr erfolgreich verlief, wollte er die Höhlen nicht mit leeren Händen verlassen und nahm eine purpurne Nierenwurz mit. Er sagte, es hätte eine ganze Weile gedauert, bis er zu mir weiterempfohlen wurde. Und nun hoffe er, dass ich einen guten Preis dafür bezahlen würde. Noch bevor ich mich wieder fassen und weitere Fragen stellen konnte, bot mir Obef an, die purpurne Nierenwurz, eine Karte mit dem Weg zur Schwarzweite und den seltsamen Schlüssel zu verkaufen, der notwendig war, um durch die äußere Verteidigung zu gelangen. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick, bis ich mich entschieden hatte. Obef verließ Skingard mit 1000 Septi mehr in Beutel, aber ich wäre auch bereit gewesen, den zehnfachen Preis dafür zu zahlen. Nach einem Jahr Vorbereitung war ich in der Lage, meine Dinge zu packen, meine Werkstatt zu verkaufen und nach Himmelsrand aufzubrechen. Bevor ich die Schwarzweite erforschen konnte, wollte ich allerdings erst in großer Abgeschiedenheit ein neues Labor einrichten. Nach meiner Anfrage an der Akademie von Winterfeste, deren Ehrenmitglied ich bin, wurde ich an Avruza Zareti weiterverwiesen, einer Schülerin der botanischen Alchemie. Sie besaß einen kleinen Hof in der Nähe von Riften. Im Austausch für mein Wissen über den Anbau der Nierenwurz konnte ich den Safi-Hof zu meinem Ausgangspunkt für meine Feldforschung nutzen. Ich hielt mein Wissen über die purpurne Nierenwurz vor Avruza geheim, teilte aber mein übriges Wissen als Dank für ihre Gastfreundschaft mit. Nach einigen Monaten war ich endlich bereit, die Schwarzweite zu betreten. Ich nahm das runenverzierte Lexikon von Obef und stieg hinab in die Tiefen.
Ich wollte ich wollte genügend Purpur und Nierenwurz sammeln, um mein bisher größtes alchemistisches Werk zu schaffen. Ich war mir sicher, dass ich mindestens 30 Pflanzen für den notwendigen Katalysator brauchen würde. Das bringt mich in die Gegenwart zurück. Meine anfängliche Suche wies darauf hin, dass die purpurne Nierenwurz eine ähnliche Vorliebe für Feuchtigkeit wie die Gartenvariante besitzt, aber auch eine Art Symbiose mit den riesigen Pilzen eingeht, die in der Schwarzweite zu finden sind. Ich vermute, dass die Pilze eine Art Wasserquelle sind, die die Feuchtigkeit der unterirdischen Luft wie ein Schwamm aufsaugen. Somit entsteht die ideale Bedingung für die Nierenwurz. Leider scheint die purpurne Nierenwurz eine wesentlich kürzere Lebensspanne zu besitzen und so kommt sie hier unten auch nicht besonders häufig vor. 30 von ihnen zu sammeln ist eine ziemlich große Herausforderung, doch hoffentlich erlauben mir die Bewohner von Schwarzweite ungehindert meine Proben zu entnehmen. Bewohner? Was für Bewohner? Die Farm mit den Nierenwurz haben wir tatsächlich schon gefunden gehabt, da waren wir ja schon mal. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, wo er herkommt und ich glaube, da werden wir auch die Quest abgeben müssen. Oh, ein Bett. Hier könnte man sich richtig cool einrichten, oder? So ein eigenes Zuhause mitten in der Schwarzweite aufbauen. Das Problem ist nur, hierher zu kommen, dauert zu lange. Oh, ein D3-Herz, danke. Wir nehmen alles mit hier. Huch. Ja, ich habe wieder eine neue bekommen. Bam. Honigwabe ist auch recht selten. Und dann gehen wir mal hier raus. Wir müssen also Purpur und Nierenwurz sammeln. Ach, ein bisschen die Stimme wieder feuchten. Die überall hier verteilt ist. Wir müssen in der Nähe von Feuchtigkeit suchen. Wo Pilze sind, ist auch Feuchtigkeit. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Und da gab es auch noch einen anderen Hinweis, und zwar die Bewohner. Also ich nehme an, dass hier Falmer sein werden. Da war ja unsere erste Nierenwurz, ne? So sieht das aus, bei den kleinen Pilzen mit Steinen. Okay, hier kommt auch Dampf raus, ne? Ich möchte hier ungern irgendwelche Leute aufschrecken. Da haben wir eine. Oh! Hoppla! Ich glaube, den haben wir erweckt. Hoppla. Bin ich auf ihn draufgefallen und habe ihn damit erweckt. Gifte nämlich gerne mit. Ich möchte nämlich ein paar... Oh, cool. Wachen vergiften. Einfach nur just for fun. Seht ihr, und jetzt nehmen wir plötzlich viel mehr Pfeile aus unseren toten Körpern. 3 von 30. Okay, ein Zehntel haben wir schon. Das ist nicht gerade viel. Aber wir schauen auf jeden Fall, ob wir hier noch mehr finden können. Ich meine, das muss ja hier überall Töne geben, ne? Aber hier scheint nichts zu geben, weil hier sind keine Pilze irgendwo in der Nähe. Aha, ich höre schon was. Da kommen wir anscheinend wieder hoch. Somit haben wir noch einen. Oh, da leuchtet was. Ich nehme an, hier ein Wurz. Ich hab Nierenwurz. Einer mehr. Guckt euch das mal an, wie geil das hier aussieht, ne? Ich möchte hier auf ewig bleiben, Alter. Oh, da leuchtet es. Da gehen wir mal hin. Geile Umgebung. Hier würde ich am liebsten wohnen. Es wäre auch theoretisch möglich, weil da hinten ist ja auch ein Ausgang. Wenn wir den immer benutzen würden. Es würde halt nur immer so lange dauern, hierher zu kommen. Selbst durch diesen Eingang. Das ist das Problem. Oh, da leuchtet's. Somit haben wir 7. Was ist denn das? Ist das ein Erz? Nee. Was ist das denn? Tatsächlich, das ist ein Erz.
Oh, Seelenstein. Oh. Wir haben eine Seelensteinmine gefunden. Holy shit. Das sollten wir uns merken. Eine verdammte Seelensteinmine. Krass. Oh, ich werde hier so reich an Seelensteinen. Ich meine, ich bin sowieso schon reich an Seelensteinen, so ist es nicht. Aber mächtige Seelensteine kriegen wir hier raus. Krass. Gib her den Scheiß. Ich meine, Seelensteine kann ich auch problemlos kaufen. Wir haben ja genug Sachen zum Tauschen. Da sehe ich jetzt nicht das Problem bei, aber... Das ist cool. Es wäre übrigens auch schön, wenn wir uns langsam mal irgendwie mal ein bisschen treffen lassen würden, ne? Aber ich denke mal, es wird von alleine kommen. Weil ich muss ja noch schwere Rüstung ein bisschen hochleveln. Ich muss jetzt auch übrigens nur daran denken, dass ich... Was wollte ich sagen? Habe ich vergessen. An irgendwas muss ich denken. Darf ja nicht so wichtig gewesen sein. Mist, ey. Was wollte ich denken? Ach, verdammt, das ist ja jetzt ein bisschen blöd, ne? Die ist jetzt ein bisschen blöd. Huch. Wo bin ich denn jetzt reingeraten? Hier werden wir ein bisschen Zeit verbringen, Freunde. Ein paar Folgen, definitiv. Allein schon, um diese geile Gegend hier zu erkunden. Wobei das hier drinnen nicht mehr so awesome ist. Hallo? Weißt du was, die Gegner sind hier ja auch nicht so stark, ne? Wir nehmen unseren beschworenen Bogen, da hier auch Kreaturen rumlaufen. Können wir ganz gut unsere Seelensteine aufladen. Hallo Freunde. Wer will aufs Maul? Ich würde sagen, den Drachenbogen nehmen wir für wirklich hartnäckige Feinde. Was bist du? Ein Bett. Ist hier keiner? Hallo? Ach, das ist der Anfang. Ich habe so das Gefühl, hier ist niemand. Was ist das? Ich höre ganz komische Geräusche. Oh, scheint kein Tier zu sein. Kein Wesen. Ist das Feuer? Ist das mein Bogen, den ich höre? Jedenfalls finden wir hier drin nicht viel. Wir gehen wieder raus. Naja, suchen wir weiter das Nierenwurz. Wir haben noch einiges zu finden. Und hier müssten eigentlich mehr Nierenwurz zu finden sein, als wir finden. Warum? Was für einen tieferen Sinn hat das bitte? Ich laufe doch nicht in meine eigene Falle rein. Oh, 2920. Das letzte Jahr des ersten Zeitalters. Die kaiserliche Armee hat sich im Süden versammelt, sagte Kassir. Sie sind 2 Wochen Märsche von Kurantisee und Alt-Iowal entfernt. Und sie sind in schwerer Rüstung. Vivek nickte. Alt-Iowal und ihre Schwesterstadt Alt-Malak auf der anderen Seite des Sees waren strategisch wichtige Festungen. Seit einiger Zeit schon hatte er einige Festungen gegen sie erwartet. Feldzüge. Sorry. Die Schrift ist schwer zu lesen. Wenn ich ein Buch lese, mache ich das allgemein als E-Book in deutscher Schrift. Na gut, es gibt ja eigentlich keine deutsche Schrift, das ist Latein. Wo sind denn all die Gegner hin? Können wir auch eigentlich zu Fuß laufen, oder? Weil wir hier keine Gegner sehen. Ich höre einen Nierenwurz. Hab ich dich! Gibt es hier den berüchtigten Hinter-dem-Wasserfall-Trick?
Nein, schade. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wir müssen bestimmt irgendwo Nirnwurz in der Nähe sein, ne? Ein Nirnwurz ist da oben, da können wir auf dem Rückweg hin. Und hier haben wir ein paar Seelensteine. Ich sammle erstmal so viele Seelensteine wie möglich. Wer weiß, wann wir sie benötigen. Jetzt muss ich mich fragen, wozu? Könnten wir den... Wenn uns ein Drache angreift, könnten wir zum Beispiel den Drachenbogen nehmen. Wenn wir irgendeinen Anführer töten müssen, können wir auch den Bogen nehmen. Halt immer nur wirklich schwere Feinde, weil den Rest können wir wirklich mit dem Ding hier erledigen, was wir hier haben. Das ist ja überhaupt kein Problem. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir einfach einen auf den. Bevor wir jetzt hier unsere Pfeile verschwenden, die wir mühsam erbaut haben. Oh, cool. Außerdem müssen wir unsere ganzen Seelenstände, die wir derzeit haben, auch füllen. Damit wir Verzauberung auf 100 kriegen. Um noch mächtigere Sachen herzustellen. Noch mächtiger. Wir sind schon recht mächtig, aber noch mächtiger. Außerdem möchte ich gerne meine Sachen nochmal verzaubern. Das wäre richtig cool. Vielleicht können wir nochmal Schaden drauf zaubern. Wäre das möglich? Kämpfst du gegen mich? Alter! Mach keinen Scheiß! Du machst doch sowieso keinen Schaden gegen mich. Ich bin so tanky! Hast du keine Chance. So, Seelenstein ist mitgenommen. Hier unten ist nichts. Huch, wir sollen das Ding bewegen. Schwarzweite. Achso, so kommen wir wieder hoch. Ja, komm, gehen wir hoch. Wieso auch nicht? Ja, Freunde, ich würde sagen, hier beenden wir die Folge und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir die anderen Purpur-Nierenwort suchen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.